These niggas mad throwing me shade. Why? Cause they cliche. Oh. Same shit, different weekday. Right. That's why I'm lucky, I got me love. Einen wunderschönen Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier in Hamburgo. Wie vielleicht einige mitbekommen haben über Instagram Story oder whatever, sind wir gerade in Hamburg, denn ich war auf dem Junggesellenabschied von meiner Tante, den ich organisiert habe. Wir hatten so viel Spaß, deswegen, wenn ihr Ideen braucht, schreibt mir gerne, ich helfe euch. Sag sowas nicht, ey. Kommt jetzt eine Überladung der Inbox, alle so, ist auch illegal, aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Du bist wieder ausgenüchtert, Junggesellenabschied ist vorbei und jetzt geht es darum, dass wir was anderes auf ein neues Level heben. Und zwar nicht uns, sondern unser Baby Tchibo Mobile. Mobile, das klingt wie, als würde man über ein Handy reden. Unser Tchibo Mobil. Wir haben heute hier die Möglichkeit, es äußerlich etwas aufzuwerten. Wir haben es im komplett zerstörten Zustand jetzt hierher gebracht. Zu unserem Special Guest. Meinem Papa! Eigentlich wollten wir das ja schon längst machen, nur irgendwie haben wir das zeitlich nicht gebacken bekommen. Denn ich weiß nicht, einige kennen ja vielleicht diese Location hier schon. Das ist die Werkstatt von meinem Daddy, der regelmäßig Autos hier versiegelt, auftuned. Aufbereitet und versiegelt. Genau, aufbereitet und versiegelt. Jetzt wollen wir unser Auto auch ein bisschen hübsch machen, damit es auch wieder schön glänzt. Ganz kurz für die Leute, die gar keine Ahnung haben, erklären, was Versiegeln überhaupt bedeutet. Das Auto besitzt einen Lack, ganz normal diese Farbe, die jetzt oben drauf gelegt ist, jeder kennt das. Und wie kann man jetzt aus diesem Fahrzeug einen Panzer machen? Man legt weitere Schichten oben drauf, um es zu schützen vor Wetter, vor Steinschlägen, vor was auch immer, vor besoffenen Leuten, die versuchen, irgendwelche Kratzer mit Schlüsseln reinzumachen. Da werden wir jetzt natürlich mit dieser Sicherheit vorgehen und Adam, unseren Profi-Versiegelungsmeister, hier bitten, da ein paar Panzerschichten draufzusetzen. Wie läuft das normalerweise? Wie viele Schichten macht man drauf? Kann man bis zu 6 Schichten machen, je nachdem, wie viel man Geld hat. Du hast viel Geld, also wir machen 8 Schichten drauf. Also das Auto wird dann unzerstört sein. Ja, aber tatsächlich macht man das öfters? Nein, das wird ja einmal gemacht. Also das Auto wird komplett aufbereitet und dann wird mit 3 Schichten versiegelt, das Auto. Was ich ja besonders schön finde, ist bei so einem versiegelten Auto, mein Papa hat ja so eins, dass wenn es regnet, dass das alles so wegperlt. Kennt ihr das? Das können wir ja einmal im Anschluss machen, so ein Tropftest. Ja, genau. Machen wir natürlich. Ob du das auch richtig gemacht hast, Papa. Wie lange haben wir das Auto nicht gewaschen? Nicht lange. Ich glaube, 1 Monat oder 2 Monate. 1 Monat? Nicht lange, tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn man dann im Sommer unter einem Baum parkt, dann tropfen da natürlich diese ganzen, ja, wie nennt sich das, dieser Sap, diese Harz und sonst was alles drauf. Und dann sieht es halt so aus. Es ist richtig schmierig, siffig. Es klebt. Ich glaube, bäh. Also es sieht wirklich so aus, als würde man hier irgendwelche Softdrinks drüber gekippt haben. Das Ding ist siffig, sein Vater. Sorry. Perfekt, die ganze Vogelscheiße, die noch dazu gehört. Was ist der normale Vorgang, bevor man versiegelt? Wir können jetzt das nicht einfach drüberlegen, weil das erstmal ist müssen Scheiße wir drin. Das Auto vernünftig waschen, reinigen. Wenn das gewaschen ist, kneten wir die Karosse ab. Kneten? Ja, mit Reinigungsknete. Wir werden euch auf jeden Fall Schritt für Schritt jetzt mitnehmen und euch einfach mal zeigen, was das dann letzten Endes bringt und wie viel Arbeit das letzten Endes ist. In Impressionen wird das eh ganz easy aussehen. Aber insgesamt braucht Papa 3 Tage, glaube ich, für so ein Auto. Ungefähr, ja. 2,5 bis 3 Tage. So, für all die Leute da draußen, ich meine, ihr werdet das ja gleich sehen, aber jetzt schon mal vorab, die Interesse haben, die auch ihr Auto versiegelt haben wollen, ihr könnt mal in der Beschreibung gucken, wir haben den lieben Adam da verlinkt und ihr könnt auch sehen, womit er das alles macht, alles im Detail, super transparent und alles aufgelistet und dann könnt ihr euch natürlich mal bei dem lieben Papa melden und dann auch euer Auto zusammen flicken lassen. Ich würde auch das sagen, ja, das machen wir alles in der Abmoderation. Nee. Ich kläre gleich noch irgendwelche Rabatzkis. Ich muss noch hier einmal was klären für unsere Zuschauer. Erklär's mal Rabatzki für uns, Alter. Okay, let's go! Lift up, we chasing thirst alone.
gerade gesagt, die Scheiße geht nicht weg. Echt? Tatsächlich ist die erste Politur nicht durchgegangen. Die Kacke ist einfach hängen geblieben. Er versucht jetzt mit einem gröberen Stoff und mit einem, ich weiß nicht, irgendein anderes Mittel, was wahrscheinlich so Terpentin-like ist, mal so richtig die ätzende Scheiße in Angriff nimmt. Aber das Ding ist, es war auch keine normale Kacke. Man muss schon sagen, die war so rot. Der Vogel hat irgendwelche Beeren gegessen. Oder einfach seine Periode gehabt. Nee, ich glaube, das war so Beere, keine Ahnung. Vielleicht war das irgendwas Ätzendes, was da reingesickert. Er hat Rotwein gesoffen, der Vogel. Oh, ist aber schon besser. Ja, das glänzt nur so, aber da ist nichts runter. Stressig. Scheuermilch. Wie viel Millimeter ist noch über? Okay, Sekunde der Wahrheit. Ist alles ab. Ist alles ab? Ja. Oh, sieht richtig gut aus. Hier also, seht ihr noch ein bisschen. Ja, also so, wenn man straight guckt, sieht man es nicht, aber von der Seite. Ja, aber ich spür's schon. Noch ein Dribble of Terpentine, da ist das gleich weggeschliffen. Hast du was gesippt von dem Terpentine? These niggas mad throwing me shade. Why? Cause they cliche. Oh. Same shit, different weekday. Right. That's why I'm lucky, I got me love. Millie rocking while these niggas wish that they could be us. You see us. I know you. And she in college trying to get this degree. I told her, baby, ooh, baby, you should major in me. And we can major in keys. I can feel the fire burning, we embracing the heat. Do you know what I mean? Alright, yeah. Alright. She got my boxes on, that ass is looking good still. Say she like my fit, knowing damn well it's from Goodwill. You know. I don't need to try, cause frankly, if this the ocean, we going deep for a good swim. Swim good. No shallow waters, heavy hearted, I've been watching my way. My pack is empty, I've been waiting on change. Step for step, she with me every single step of the way. And I don't even need to rhyme, cause goddamn that feel. Liebe Freunde, der dritte Tag ist nun angebrochen. Wir befinden uns wieder in der Garage und die zweite Schicht ist gehärtet. Bevor wir euch das Resultat zeigen, wollte ich euch sagen, dass ich einen geilen Rabatt für euch geklärt habe. Auf jeden Fall alle Zuschauer von uns bekommen ein paar Prozente. Papa, was bietest du unseren Zuschauern? 2%. 2%. Hau da mal noch eine Null drauf und dann ist gut. 120 Euro. 120 Euro Gutschein. Jo. 120 Euro Gutschein? 120 Euro Gutschein fürs jede Auge. Das ist echt nicht schlecht, Freunde. Richtiges Verkaufsgespräch hier. Falls ihr Interesse habt, falls ihr ein Auto habt, was ihr versiegelt haben wollt, am besten immer mit ganz neuen Autos. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz leichte Lackschäden vorne schon drin gehabt. Steinschläge auf der Autobahn, richtig nervig. Jeder, der ein Auto besitzt, kennt das. Das tat mir mein Herz ein bisschen weh. Hätten wir das mal davor gemacht. Ja, richtig. Oder wenn ihr ein altes Auto habt, um es einfach ein bisschen aufzupimpeln, damit es wieder schön ist. Letztens hat mein Papa auch das Auto von seiner Schwester, von meiner Tante, auf dem Junggesellenabschied, wo ich war, fertig gemacht, bevor sie es verkauft hat. Und das sah so schön aus, sie wollte es nicht mehr verkaufen am Ende. Ja, weil man es kann wird ja nicht. Vielleicht mal Fotos einblenden. So sah es aus. It's mad throwing me shade. Why? Cause they cliche. Oh. Same shit, different weekday. All right. That's why I'm lucky, I got me love. Millie rocking while these niggas wish that they could be us. You see us. So sah es nach der Aufbereitung aus. Baby, ooh, baby, you should major in me. And we can major in keys. I can feel the fire burning, we embracing the heat. Do you know what I mean? All right, all right. So, und jetzt labern wir nicht mehr lange rum, denn die Leute wollen ja auch das Endresultat sehen. Ich sehe es hier nur funkeln, glitzernd und reflektierend und ihr werdet euch auch daran erfreuen. Ich hoffe, diese Kamera kann das überhaupt richtig gut darstellen. Wir wollten ja eigentlich jetzt Drohne, dies, das, ein paar schöne Fahrtaufnahmen. Aber guck mal aus dem Fenster, wir haben wieder Hamburger Schiedwetter erwischt. Ich mach mal kurz die Lampe klar. Ja, dieser Teil des Autos ist natürlich super sexy, wo du die ganzen Wölbungen und Windungen hast. Hier vorne. Und wie kommen wir da jetzt rein ohne den... Oh. Und zusätzlich wurde drin auch alles versiegelt. Alter, guck mal. Schatz, guck mal, wie geil das aussieht. Ich weiß, ich hab das schon gesehen. Die ganze Seite, alles neu gemacht. Egal, ob das irgendwelche Plastikoberflächen sind, Textiloberflächen oder wie auch gesagt auch Chrom, hier die Leder, ganzen Chromfelgen ja und so weiter. Leder. Egal, was für eine Oberfläche, alles kann versiegelt werden. Riecht einfach wie ein neues Auto. Sieht lecker aus. Das ist der Fühltest. Ja, es fühlt sich echt ganz anders an. Es ist richtig, richtig, nicht weich, aber so glitschig. Keine Ahnung. Glatt wahrscheinlich einfach, ne? Ja. Was so nicht vorstellbar ist, aber selbst eine glatte Stelle hat halt sehr viel Reibung, wenn man darüber fest.
Deswegen bleibt zum Beispiel so Staub oder Dreck auch immer so schnell hängen, auch an solch einem Lack. Ja, und jetzt durch die Versiegelung ist alles ultra glatt. Ja, eigentlich wollten wir so einen Wassertest machen, aber rein theoretisch brauchen wir auch nur rausfahren und sehen, wie das Regenwasser direkt von der Oberfläche abperlt. Ich würde sagen, lass mal den Zuschauern noch ein paar Impressions zeigen am Ende des Videos. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, hinterlasst uns einen Daumen. Wie gesagt, alles für euch verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Flying Uwe hat sich gestern gemeldet. Der hat schon ein Bild gesehen und hat gesagt, das Auto sieht aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Ich glaube, er könnte bald mal vorbeikommen. When we embrace face to face, lift up, we chase and toast the life's face. And not one thing out of place, state of grace. You've got that sparkling shine. Des Regens. Wir befinden uns gerade mitten im Stau und kommen hier relativ schwierig voran. Aber das Schöne ist, es regnet und wir haben die Möglichkeit, euch jetzt mal zu demonstrieren, was das Wasser auf der Oberfläche unserer neuen Autohaut macht. Autohaut. Auto, ja, ist ja seine Haut. Guck mal, wir sehen hier, wie wir die... kann man es gut erkennen? Habt ihr gerade noch kurzzeitig gesehen, wie viele 10 Milliarden Kügelchen, hier vorne sieht man das noch leicht, es bilden sich so ganz viele kleine Kügelchen nebeneinander. Das ist schon mal ein ganz anderes Gebilde als normal. Und jetzt hat sie gerade ein bisschen Gas gegeben und die Dinger sind komplett verzogen. Jedenfalls ist jetzt so wenig Haftung vorhanden, dass das Wasser direkt von der Scheibe abperlt und wir eigentlich ja entsprechend gar keine Scheibenwischer mehr benötigen. Das können wir die auch noch abbauen und verkaufen, Baby. Spaß. Sehen uns im nächsten Video, liebe Freunde. Stay positive. Abonniert gerne, wenn ihr nichts mehr weiteres verpassen wollt. Und Tschüssikowski. And we embrace all of our problems, cause we tough them out. And that's what love's about, right? So that's what love's about.